Hallihallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel No More Heroes 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum fange ich hier unten im Labor an, wenn ich das Geld für den Kampf habe. Ganz einfach. Ich will mir zuerst den letzten Skill hier unten holen. Denn wenn ich jetzt bei maximalem Leben ausweiche, dann kriege ich den Mustang-Modus direkt. Und wir holen uns auch direkt noch ein Gesundheits-Upgrade. So, als nächstes skill ich hier auf den Death-Skill, weil das einfach am sinnvollsten ist. Dann kann ich ihn noch schneller wieder einsetzen. Und wir sehen uns jetzt oben, wenn ich das Geld eingebe. So, Geld wird überwiesen und wir können an den Rangkampf teilnehmen. Let's go! Mehr vorbereiten kann ich mich nicht. Aber es kommt jetzt eh eine Filmsequenz, deswegen... Oh, ausnahmsweise mal kommt keine. Ich habe mich schon auf Filmsequenz eingestellt. Aber es kommt... ich rufe dich an, Sequenz. Die Nummer 6 ranked Assassin ist Velvet Chair Girl. Sie ist die Intergalactic Musical Chairs Champion. In Reise nach Jerusalem. Who has a huge gastro gun. Use your six senses to walk on, Travis. Wird mir der Gegner jetzt auch geklaut, oder? Darf ich dieses eine Mal meinen Bossgegner für mich selber haben? Ach, einen Moment, ich gebe noch eben kurz Geld für Sushi aus. Ich konnte es mir nicht leisten. Ich bin zu arm für Sushi. So, jetzt kommt aber eine Filmsequenz. Mann, ich stelle mich hier schon drauf ein. So, jetzt aber. Beautiful place. Yeah, it's a bit too over the top. Looks like public funds spent badly. It's a form of culture, you know. I don't think so. I mean, what even is? Ich verstehe eh nichts von Kunst. Yeah, well, first let's take out this next dickhead. Then we'll talk. Today's main event, the Galactic Title Match, is about to begin. Das ist mal ein cooler Hintergrund. Galactic Champion, Velvet Chair Girl. Bin ich im MLG-Land gelandet? What the hell is this? Looks like das denke ich mir auch. You know, I actually kind of like this stuff. Warum hat sich der Grafikstil so hart verändert? Adrian! Reinstes Meme-Fest hier. Musical Chairs. Drücke auf die auf dem Bildschirm angezeigten Taste im Rhythmus des Metronoms. Nein, nicht Rhythmus-Spiele! Wir spielen Reise nach Jerusalem. Was ist denn das für ein Bosskampf? Achso, ich muss mir den Stuhl greifen. Ich spiele die Reise nach Jerusalem, stimmt ja. Ciao. Wo bin ich hier gelandet? Ja, ich bin absolut kein Fan von Rap-Musik, ne? Oder beziehungsweise Hip-Hop. So, einmal drauf achten, wann die Musik aufhört. Wir spielen Reise nach Jerusalem. Hallo? Hört die Musik auch nochmal irgendwann auf? Ja.
Und den letzten Stuhl prügeln wir uns wahrscheinlich, ne? Das Spiel wartet doch nur darauf, dass ich einen Fehler mache. So, wieder zwei weg. Was gebe ich mir hier? Wenn es wenigstens nicht so lange dauern würde, bis da was kommt. Oh, es kommen mehr Tasten dazu. Scheiße. Darauf bin ich nicht vorbereitet. So, nur noch zwei. Ey, da muss ich ja instant nach oben drücken. Die ist richtig gut. Das geht jetzt wahrscheinlich richtig schnell. Nein, ich habe eine Taste verpennt. Ja, hab ihn. Warum haben wir jetzt Reise nach Jerusalem gespielt? Warum hat sie sich gerade umgebracht? Ich wollte den richtigen Bosskampf und ich reise nach Jerusalem! Was zum Geier! Adrian! What the hell? She killed herself. Shock of losing was too much for her. No way. We hadn't even started going at it yet. Ja, richtig. The most important battle was lost. Adrian! Ach, das ist wahrscheinlich jetzt der richtige Boss. That monster thing. It's getting super weird over here. It's freaking out. If you don't stop it quickly, the world is in danger. Naja, wenigstens habe ich irgendeine Art von Bosskampf. I'd be saving the world. Isn't that hilarious? Well, time to get to work. Na, wenigstens ist das nicht noch Reise nach Jerusalem. Oh, der Force funktioniert bei dem nicht. Der One-Hitted? Ach du Scheiße. Der hat mich One-Hitted. Da war ich nicht vorbereitet. Warum wurde ich One-Hitted? Nee, ich muss Reise nach Jerusalem nochmal spielen. Also es war eine Abwechslung, aber muss nicht sein. Let's go. Und tot. Ich glaube, ich muss einfach nur ausweichen erstmal. Du bist der wahre Boss. Weißt du, bei dir brauche ich ja noch nicht mal auf Death schalten, wenn ich hinter dich in der Bossmaschine bekämpfe. Dich will ich verlangsamen. Nein! Das lässt du bitte. Der wird kleiner, wenn man ihn angreift. Lass das! Du bist ekelhaft! Double kill.
Okay, sein Strahl ist kleiner geworden. Ich weiß aber nicht, ob er immer noch one-hittet. Verreck jedenfalls. What the hell? Ich dachte halt, ich kann ruhig einen Schlag aushalten, weil das bei jedem Boss vorher so war. Aber der one-hittet nur. Bei dem ist ja egal, auf welche Schwierigkeit man stellt. Adrian besiegt? Oma Death. Dieses Ding, ey. Also Velvet Shergill war ja wirklich absolute Pillepalle. Aber dieses Vieh. What a sad sound. She's crying. It really is just like tears. Ich will ja nichts sagen, aber das war der leichteste Bosskampf bisher. Abgesehen von dem One-Hitter. Sylvia? As number 6 in the Galactic Rankings. I still got a long way to go, but this is getting kind of fun. If I take down the baddest dude in the galaxy, then I'll be the baddest dude in the galaxy, right? Rise up, Travis. Higher and higher, to the edge of the universe. I'm going all the way to the edge. Meow. Man muss nichts verstehen. Filmsequenz, hallo? Ja, wahrscheinlich. Okay, doch nicht. Man kann hier wieder auftauchen. Also der Bosskampf, der war mir richtig lasch. Nur dieses Kartenfieber. Das war meine Nummer. Lord Fu, you have a message from Miss Midori Midorikawa. What? She says, ach, das ist eine I'll head straight to the spot. I see your pets like to go off and act on their own accord, huh? You trying to be funny? I'm going back to work. Miss Christelle, I'm leaving him to you. Damon! Son of a bitch. Okay, Podcast, da kann ich wieder dazu kommen. Miike's film is just blazing. Kitamura is so badass. Kitamura was totally an assassin. I can totally tell. He can't fool me. He's got the same eyes as you. We're colleagues. He definitely gives off the scent. I hella want to see the new entry in the series. Miike really gets his shit done. One of these days, man, he'll totally bring back Kitamura's underground series. Das ist ein sehr toller Podcast. Shinjuku is like some kind of paradise. Paradise, huh? God damn, I want to check out Shinjuku sometime. Im Übrigen, das ist mir erst heute aufgefallen, die ganzen Katzen, die man sammelt, die gammeln hier in der Wohnung. Ja, lecker, lecker. Aber Hauskatze. Ich finde das süß, dass die Katzen hier sitzen.
will mal kurz auf der Karte gucken. Ja, heute haben wir safe hier, weil nur hier sind die Fragezeichen. Beziehungsweise beim nächsten Mal. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier wirklich Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!